Muss man schon sagen. Warum greifst du mich denn an? Ich bin doch gar keiner. Oder wissen die sich ein? Ja, wir wissen die doch schon. Ja gut, ich habe schon ganz schön viele von denen umgebracht. Ich schätze mal, die wissen das irgendwie. Dass wir kein normaler Bürger sind, sondern wir sind ein unfreundliches Arschloch. Beginnt das Ding hier schon? Was ist denn hier? Okay. Hallo? Hallo? Darf ich durch? Mhm. Mit der bin ich durch. Hier muss ich gut aufpassen. Ja. Genau, sowieso nichts. Weil liegt es an meinem Krokodil. Oh, cooles Auto. Oh, danke. Ja, oh Moment, das war ein cooles Auto. Ah. Egal, wir rasen durch. Entschuldigung, ich bin auf der Durchreise. Scheiß Hund. Auf der 9. Jetzt zahlt Castillo bestimmt, das reicht genug. Wow, 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 wow. Ey! Der Lack war teuer! Ich hab gehört, du kümmerst dich für Benito, mein kleines Problem. Ja, ich werde seine Freundin und Zahlen beiden zu machen. Sei vorsichtig, sie wird nicht allein sein. Kundschaft alles gründlich aus, bevor du den Abzug drückst. Und denk an Regel Nummer 9, das richtige Werkzeug für den Job. Regel Nummer 10, halt deine Klappe. Gut, du bist erwachsen und triffst deine eigenen Entscheidungen. Breite deine Flügel aus und flieg, kleiner Vogel. Ja, ja. Sehr schön. FND Munitionslager. Dein Super Primo ist voll aufgeladen. Guapo, los. Guapo, na los. Da bleibst du. Da reingehen. Das ist was für was Leises. Glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich sehr lang weit komme, leise, aber. Oh, vielleicht ein bisschen. Beruhige dich, Scharfschütze. Was? Wie, ist er gehört? Junge, wer hat der verohren da mal? Ist du irgendwie. Hä? Ja, so Luftattentate machen. Das sind immer so Sachen, die man nicht weiß. Ne? Das hat das Spiel ja auch nicht. Ich will es auch nicht ausprobieren, aber ey, man muss das ja mal ausprobieren. Ha. Ja gut, vielleicht nicht hier. Ja, cool. Rot, was bedeutet, dass es ein Rot ist? Dass sie zu stark sind und ich sie dürfen muss, oder wie? Vielleicht habe ich aber... ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Habe ich einen Stein? Schweißbrenner. Cool. Baseball. Da haben wir 8 Stück. Achso, okay. Ah, okay. Hier hätte ich endlich Baseball. Kann ich einsammeln wieder? Warte mal. Ja. Geht. Okay, ich glaube, es bedeutet, ich sollte aufleveln, aber gut, ich habe kein höheres Level.
Und was jetzt? Okay, da kommt unser MG-Schütze. Ganz ruhig. Ja, yeah, beruhig dich. Beruhig dich. Hast nichts gesehen? Nein. Junge, du hast doch überhaupt nichts gesehen. Du hast Halluzination. Komm, Leute, ich kann besser rüberwerfen, wenn die jetzt durchdreht. Ein dritter. Oh, jetzt dreht er arschig nicht, ne? Du willst mir ernsthaft sagen, dass er die. Nee, oder? Ach nee! Ey, jetzt ist doch ich. Ey, komm, Alter. Ey, ja, Alter, geh nicht durch. Instinkt, Alter. Hol ein Stückchen. Ja gut, wir haben hier einen großen weg, jetzt ist schon mal ein bisschen Druck runter. Echt so, wenn der große. Oh Gott, okay. Was ich hab Pippen? Die stehen da echt wie. Oh. Bist du da? Ja gut, jetzt geht's. Ich glaube, so weit zielt er nicht rüber. Wie geht denn der. Wer sieht mich denn da? Er will mich jetzt verarschen. Jetzt nehme ich das Spiel mobben. Alter. Ja, natürlich steht er so. Wie? Nein. Nein. Ah, ernsthaft? Ja, toll. Das war kein Gebüsch, wo man nicht sich. Da ist Gebüsch. Mit. Damit, großer. Ja, oh Gott. Mist. Also nur das Gebüsch zählt als Gebüsch und das andere nicht. Okay, gut. Guti. So, da sind natürlich alle aufgescheucht. Das muss Rosario sein. Ernsthaft? Wie lange dauert denn das? Ja, können wir zur Waffenkammer? Okay, hier unten bin ich keiner. Hier unten. Nein! Was tust du denn? Oh. Hier runter. Erstmal. Nice, ey General, cool. Offizielle Anweisungen, Kommandant Rosario, Ihre Aufgaben lauten wie folgt. Libertad von der Treibstoffversorgung abschneiden, alle Guerilla-Sympathisanten ausmerzen, Clara Garcia und Juan Cortes töten oder gefangen nehmen. Das willst du alles machen, ne? Das war fast immer viel vorgenommen. Aber tut mir sehr leid, dass nichts davon in Erfüllung gehen wird. Ja toll, wie ist die jetzt? Ist die jetzt da oder nicht? Entweder ich werde gleich entdeckt, nein. Ich kann mich da nicht. Ey. Also so viel zu Rosario. Adios, Arschloch. Schätze. Na, dann kommt mal rein. Ah. Bisschen kann man kommen und aus dem Sperrgebiet. Aber gut, wir sind ein paar Level höher, aber. Der macht mal richtig Damage, wenn der. Ja genau, der mit seinen Rauchgranaten da. Ups. Ups. Gute.
Ich verpiss mich dann mal, ne? Reparieren. Ja. Oh Gott. Oh Gott, das fährt sich wie ein Arsch. Tschüss. Jo, bis dann. Oh, oh fuck. Ach Mensch, du, ich wollte sowieso gerade zu Fuß laufen. Alles gut. Ich, tschüss. Gut, jetzt weiß ich, dass ich da bin. Sehr schön. Ich gehe aus dem Sperrgebiet. Wenn ich mal kurz ins Wasser gehe. Bist du. Alles klar, Benito. Rosario ist tot und der Treibstoff fließt wieder. Si, carajo. Ich gebe zu, ich hatte meine Zweifel wegen Clara. Aber an dir habe ich nie gezweifelt, Mijo. Ich weiß ein bisschen was darüber, wie man auf seine Leute aufpasst. Sag, Clara, ich mache mich auf zu ihrem Lager. Unsere Boote und unsere Unterstützung sind hier sicher. Gracias, Danny. Nice. Die war ja voll easy Mission. Obwohl Rang 4. Clara, Benito ist wieder auf deiner Seite. Er ist gerade auf dem Weg zu dir. Scheiße, Danny, danke. Und jetzt komm zurück ins Lager. Es wird Zeit, dass wir von dieser Insel verschwinden. Hauptsache, du denkst an unsere Abmachung. Ich habe meinen Teil erfüllt. Auf einem dieser Schiffe fahre ich nach Miami. Ich halte mein Wort, Danny. Wie wär's, wenn wir erst noch Geschichte schreiben? Okay, zum Lager zurück, Herrn Daste. Mach ich doch gerne. Kann ich denn schnell reisen? Wieso? Hä? Während. Ach, wegen dem Idiot. Oh, wow, warte kurz. Sieh es mal mit diesen blöden Funktionen. Kein Spiel kriegt das vernünftig hin, ne? Keine Ahnung, ich bin gar nicht im Kampf, weil der aber noch lebt und der wenigstens noch in Kampfbereitschaft. Ernsthaft. Ernsthaft, noch Tausende? Oh. Ja, ich bin aber noch gar nicht im Kampf. Keiner. Ne, jetzt bin ich im Kampf. Jetzt bin ich im Kampf. Jetzt so. Ich war doch eben gar nicht mehr im Kampf. Aber weißt du was? Ich fahre mal selbst zurück. Scheiß drauf. Brauch keine Schnellreise. Machen wir keine Nachtfahrt. Ein bisschen Gas geben. Lauf, lauf, lauf! Jetzt hat er doch laufen. Das ist ja absolut nicht meine Schuld. Wenn du zu langsam bist, dann. Hi! Lauf! Bam! Hoho. Schön! Ich habe feinen Kontakt. Ja, 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 ja. Tschüss! Hi! Wie spielt ihr es immer checken, dass ich hier gar nicht deren. Oh, der Hund. Oh, ist der geflogen. Oh, warte, hier ist irgendwie ein Gefangener. Warte, ich helfe dem kurz. Ich helfe dir kurz. Das macht man so untergierig. Jetzt nehmen wir uns mit, ne? Okay. Gut. Als. Hallo? Kannst du kurz drauf gehen? Was? Warte mal. Du. Jetzt geht das nicht, der Scheiß, ne? Wenn man ihn einmal braucht. Hi, danke. Soll das eine Hilfe sein? Das war keine Hilfe. Danke. Danke, du Arsch, dass du mir. Wow, danke, du Scheiß-Zivilist. So, toller Zivilist. Du hast mir richtig geholfen. Das habe ich richtig gespürt. Cool. Wir kein Auto mehr, ne? Toll. Danke. Vielen Dank für gar nichts. Ich will kein Auto mehr. Wow. Also ich will ja nichts sagen, ne? Wenn der Zivilist nicht gewesen wäre, ne? Dann würde ich noch leben. Ey, noch ein Auto.
Danke. Scheiße. Das ist ein Panzer? Warte mal. Das. Kann ich den fahren? Kann. Also, ich kann Panzer. Ja, daran kann ich mich gewöhnen. Hallo. Bums. Hallo. Ich wollte ihnen keine Unangenehmigkeiten machen. Okay, boah. Das ist ja ein geiles Ding. Cool. Man kann ja Panzer fahren. Töte keine Zivilisten oder Unbewaffnete. Weißt du, wann Zivilisten nicht gesehen? Da konnte ich doch nicht sehen, Mensch. Mensch, ich kenne ja nur, wenn man ein Spezial probiert. Hi. Warte. Ja, wir gleich. Rangaufstieg, ja, Rang 3, sehr gut. Neue Waffen und Ausrüstungen sind für Exploradoro. Geil, ich bin Exploradoro, cool. Lalala, ich hab ein Panzer. Lalala. Lalalala. Ich hab ein Panzer. Ich hab ein Panzer. Oh Gott, Entschuldigung, du bist ein Zivilist, hab ich gesehen. Ja, nichts passiert. Entschuldigung, tut mir leid. Ich hab erst geschossen, dann gesehen, dass ein Zivilist ist. Lalala, lalalala. Ich hab ein Panzer. Alles klar. Cool. Hat keine Musik. Oh, ist ja schön. Endlich mal mit dem Panzer. Hi. Wie geht's denn? Ich nehm dir, ich leide mir mal, ne? Aber du musst ja nicht gleich runter. Geht das? Mensch, ihr müsst ja nicht gleich Angst haben, nur weil ihr ein Panzer durch die Gegend fährt. Ich hab ein Panzer. Lauf. Und. Ich glaub der ist Gulasch. Oh, warte. Da muss ich noch kurz die Rippen durchbrechen. Oh ja, komm her, du Pferd. Was? Ja, hallo? Nicht verarschen. Einer soll da. Wow. Egal. Muss ich jetzt hier hoch? Oh, es gibt's auch noch.
Ah, Fahrzeugschrott. Cool. So, ich glaube, wir müssen jetzt mal zu Fuß gehen. Irgendwie. Taxi. Tschüss. Ah. Tut bestimmt weh. Hi. Wissen Sie, wo ist er? Der läuft schon weg. Der hat Angst vor mir. Ach so, warte. Oh, Alter, die haben dir echt Mühe gegeben mit dem scheiß geilen Versteck. Oh. Ah, Mensch, warum muss es immer so ein körperlicher Akt sein, dass man immer irgendwo hin will? Warum? Hallo? Ah, da. Alter, das ist ja hier ein körperlicher Akt. Ah, Junge, ich wollte dich doch nur kurz besuchen. Wo geh ich jetzt hin? Nee, so, ich will doch gar nicht hin. Egal. Wo bin ich denn hingelaufen? Also irgendwie habe ich irgendwie noch hier eine Orientierung oder Navigationsprobleme. Regel 73, ja. Es wird immer so in Kapiteln eingeteilt. Nice. Wir sollen Antons Schiffe versenken? Wir sind gottverdammte Fischer. Dann überlass uns einfach dem Tod, Kompai. Was machst du da? Probier's. Macht Spaß. Was willst du? Dass Anton uns von der Stadt aus sieht? Ja. Tja. Funktioniert. Ihr habt 20 Minuten, bis Antons Truppen anrücken. Also fangt an zu laufen. Los! Ich sagte, los! Regeln der Guerilla. Juan Cortés. Eine Revolution wird nicht von den Furchtlosen gewonnen. Sondern von den Gefürchteten. Was fürchtet Anton Castillo? Freie Wahlen, freie Meinung, freie Parias. Ein Jahr frei von Castillos. Doch er wird nichts fürchten. Wenn ihr nicht bereit seid, heute für eure Freiheit zu sterben. Nicht erst, wenn wir mehr Leute oder Waffen haben, heute. Denn heute schlage ich eine Bresche durch Castillos Kriegsschiffe. Ich bin nicht furchtlos. Ich habe eine scheiß Angst. Aber eins verspreche ich euch. Man wird mich fürchten. Viva Libertad. Viva Libertad. Viva Libertad. Ab nach Hause mit euch. Weiß sie überhaupt, was sie tut? Wen juckt's, Danny? Sie weiß, was wir brauchen. Ich sehe dich vom Himmel aus, Guerriero.